beim Sport, in der Praxis und wir gehen zum Tischtennis und wir haben jetzt einen Bericht vom Punktspiel der Regionalliga Tischtennis Damen SG Marsel gegen die Spielvereinigung Oldendorf. Der Sechste der Regionalliga, die SG Marsel, trat am 4. Dezember gegen den 11. die Spielvereinigung Oldendorf an. Zunächst stellte Stefan Prasewald das Bremer Team vor. An 2 Julina Skatschkova. An 3 Jennifer Wienert. Und an 4 Clara Bruns. Zeitgleich wird in der Regionalliga an zwei Tischen gespielt. Im oberen Damendoppel standen sich dann jeweils die Nummer 1 und Nummer 2 der Teams gegenüber. Die Maslerin Egle Olaweite und Irina Skoczkova gaben sich hier in den ersten beiden Sätzen keine Blöße. Sie gewannen diese mit 11:1 und 11:8. Den dritten Satz gaben sie dann 8:11 ab, um den vierten dann wieder mit 11:6 zu gewinnen. Und so für die 1:0-Führung für Marsel zu sorgen. Auch das zweite Doppel gewannen Jennifer Bienert und Clara Bruns mit 3:1 Sätzen, sodass es vor den nun beginnenden Einzeln 2:0 für Marsel stand. Nun traf die Nummer 1 der Nordbremer Mannschaft Egle Olaweite auf die Nummer 2 der Oldendorfer Gina Henschen. Den ersten Satz gewann die Bremerin mit 11:6 und auch in den beiden nächsten beiden Sätzen ließ die Nummer 1 der SG Marsel nichts anbrennen und gewann die Sätze 2 und 3 mit 11:8 und 11:9. Die Oldendorferin zeigte sich sichtlich beeindruckt von der Spielweise der Bremerin und dabei zeigte sie keine Regionalliga-taugliche Leistung. Im Parallelspiel gewann die Nummer 2 der Bremer, Irina Skoczkow, gegen die Nummer 1 der Oldendorfer, Nina Schieber, ebenfalls in 3 Sätzen, sodass es nun bereits 4:0 für Marsel stand. Als nächstes trat nun die Nummer 3 der SG Marsel, Jennifer Bienert, gegen die Nummer 4 der Spielvereinigung Oldendorf, Diana Lührmann, an. Auch hier wurde der erste Satz mit 11:7 gewonnen. Jedoch musste sich Jennifer Bienert der unorthodox spielenden Gegnerin im zweiten Satz mit 7:11 geschlagen geben. Im dritten Satz verbesserte die Nordbremerin ihre Abwehrarbeit und ließ die Gegnerin die Fehler machen. Und so konnte sie den dritten Satz wieder mit 11:7 gewinnen. So versuchte auch Teambetreuer Dennis Nillemis dies in der Pause noch einmal zu vermitteln. Im vierten Satz war dann noch einmal Spannung angesagt und dieser ging erst mit 15:13 für die Bremerin zu Ende. Spielstand nun 5:0 für die SG Marsel. Derweil lief noch das Parallelspiel der Nummer 4 der Bremerin Clara Bruns gegen die Nummer 1 der Oldendorfer Nina Schieber. Hier sehen wir Ballwechsel vom vierten Satz bei einer 2:1 Satzführung für die Bremerin Clara Bruns. Hier zeigte sich deutlich, dass die Regionalliga für die Oldendorferinnen eine Spielklasse zu hoch ist. Die Nummer 4 der Bremer Mannschaft hatte hier genug Power, um die Nummer 1 der Gäste im vierten Satz mit 11:8 zu besiegen. Und damit liegt Marsel nun mit 6:0 in Führung und braucht nur noch 2 Punkte zum Gewinn des Matches. Weil Egle Olaweite auch ihr zweites Einzel mit 3:0 Sätzen gewann, konnte nun im Spiel Irina Skoczkow gegen Gina Henschen aus Oldendorf bereits die Entscheidung über den Gesamtsieg der SG Marsel fallen. Die ersten beiden Sätze gewann dabei die Nordbremerin souverän mit 11:8 und 11:5. Im dritten Satz leistete sich Irina Skoczkow zu viele einfache Fehler, sodass sie diesen mit 11:13 abgab. Den vierten Satz spielte dann Irina Skoczkow wieder auf Angriff und zeigte viele gute Ballwechsel. Sie gewann schließlich das Spiel klar mit 11:4 und die SG Marsel besiegte Oldendorf mit dem höchstmöglichen Ergebnis von 8:0. Nach dem Spiel fragte ich die Nummer 4 der SG Marsel, Clara Bruns, zu ihren Eindrücken vom Spiel. 8:0 gegen Oldendorf, war das von vornherein so zu erwarten? Ja, wir haben natürlich uns erhofft, dass wir gewinnen. Wir wollten natürlich gewinnen. 8:0 ist jetzt natürlich schon wirklich klar. Ich glaube, da hätten wir jetzt nicht mit erwartet mit dem 8:0. Aber ja, wir haben natürlich schon gehofft und vielleicht auch ein bisschen erwartet, dass wir gewinnen. Du bist neu hier im Team. Was für Erwartungen hast du hier noch in der Saison? Also ich bin erstmal ohne Erwartung eigentlich gekommen, weil ich komme von einer tieferen Liga. Aber ja, das heutige Ergebnis hat schon mal gezeigt, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr drin ist. Jetzt sind wir Tabellen in der Mitte. Das ist auf jeden Fall gut.
und vielleicht können wir das halten. Vielleicht ist noch mehr drin, das müssten wir dann in der Rückserie mal sehen. Ja, es geht gleich weiter mit mir. Ich habe schon meine nächsten Gäste hier sitzen. Einmal hier Thomas Biener, Teammanager der SG Marcel, und er hat seine Tochter mitgebracht, die aktuelle Nummer 4 im Team, Jennifer Biener. Und herzlich willkommen im Studio. Danke für die Einladung. Ja, SG Marcel ist immer ein Verein, den hat man einfach gerne, gerade die Tischtennis-Leute hat man einfach gerne da. Also ganz egal, welchen Leute hier schon sitzen hatte. Thomas, die erste Frage an dich. Mittelfeldplatz der Regionalliga, 10-10 Punkte, Platz 6 von 10, glaube ich, 10 Teams seid ihr, oder 11 Teams? 11 Teams. 11 Teams, also guter Mittelfeldplatz. Ist das das, was ihr erwartet habt? Die Liga war für uns komplett offen. Wir wussten einige starke. Oldendorf, der letzte Gegner, wussten wir, dass er etwas schwächer ist. Aber wir mussten erstmal das Team neu finden, nachdem wir unsere Spitzenspielerin mussten ziehen lassen in die zweite Bundesliga. Und ja, wir sind zufrieden. Ja, Jennifer, du hast den Ruf deines Vaters praktisch gefolgt und gesagt, Papa, wenn du schon nach Bremen fährst, ich habe gerade gehört, ihr kommt aus Wittmund. Erstmal vielen Dank, dass ihr da hergekommen seid. Da hast du gesagt, wenn wir schon hin nach Bremen fahren müssen, komme ich halt mit. Ja, so ein bisschen war das. Also es kam auch so ein bisschen der Kontakt zu den anderen Spielerinnen über norddeutsche Meisterschaften und sowas. Da kam dann so der erste Kontakt mit den anderen Spielerinnen und denen auch ein paar aus dem Verein. Ja, und dann habe ich halt einfach gesagt, ich möchte auch gerne spielen. Und dann also ich empfinde das immer so, wenn ich bei Marcel bin, so ungefähr, das ist wie eine große Familie. Empfindest du das auch so? Ja, das kann man schon sagen. Da sind ganz viele dabei, es sind immer die gleichen dabei. Also man freut sich, wenn man in die Halle kommt. Jeder begrüßt jeden freundlich, man kommt mit jedem klar. Die Mannschaft ist auch toll und auch allein die Atmosphäre schon, wenn man in die Halle kommt, das ist so schön. Ihr habt nun drei Spielerinnen, die auch international vertreten sind. Einmal die Egle Oleweite, Estrada Morales und auch Irina Skatschkova, die wir ja gesehen haben im Team. Wie finden die jetzt da? Die kommen ja nur zu den Spielen heran. Und wie finden die den Kontakt zu euch, Thomas? Ja, also zwei der Spielerinnen sind mit Spielerinnen vom SV Werder Bremen liiert. Das macht Tischtennisspieler, okay, ja. Das heißt, die sind vor Ort. Und Egle hatte vor ein paar Jahren schon die Chance genutzt, international zu spielen. Sie ist litauische Nationalspielerin und sucht natürlich eine Herausforderung. Und das sind wir ein guter Ansprechpartner für sie gewesen. Und sie ist hier sehr zufrieden. Kommt gerne. Jetzt hast du da ja deine Tochter mitgebracht. Aber auch die Clara Bruns ist ja nun kein Bremer Urgestein, wenn man so will. Kommt ja nun auch aus dem Bremer Umland oder fast 50 Kilometer entfernt aus Oldenburg, glaube ich, oder so. Oder was hat sie mir gesagt? Bergen, ein bisschen südlich. Okay, ein bisschen südlich von Oldenburg. Wie schafft man so eine Spielerin, um so das für Marcel interessant zu machen? Ich bin Bezirksjugendwart Weser-Ems. Das heißt, ich kenne bei uns in der Region die Spielerinnen und das Potenzial. Und ich habe Clara aus der Landesliga geholt, weil ich gesagt habe, du kannst das. Ich weiß, dass du es kannst. Ich habe ihr die Chancen gezeigt, die und sie hat zugegriffen. Mhm. Super. Und die haben ein gutes Spiel geliefert, auch muss ich sagen. Ja. Habe ich auch gut gefilmt. Ja, du sagst, bist Jugendrat im Bezirk Weser-Ems und hast einen Schwerpunkt hier gesetzt. Du möchtest allgemein die Verbesserung der Jugendarbeit für den Bremer Tischtennissport antreiben. Erzähl doch mal dazu. Ja, es ist nicht nur der Bremer Tischtennisverband. Es ist allgemein so, dass halt die Jugendarbeit in den Vereinen rückläufig ist, sowohl hier als auch im Umland. Es sind immer mehr Vereine, die keine Jugendarbeit mehr betreiben, und langfristig wird sich das halt schon rächen. Und wir sollten jetzt nochmal anfangen, Gas zu geben, junge Trainer auszubilden. Wir schaffen das bei uns in der Region einigermaßen, aber sie dann auch zu halten, das ist immer das Problem. Aber Tischtennissport ist ja ein Sport, den man auch bis ins hohe Alter ausüben kann. Ich habe ja auch Senioren schon mal hier gehabt, die spielen mit 60 oder 70 noch aktiv Tischtennis. Also das ist ja ein Sport, den man bis ins hohe Alter treiben kann. Ja, schöne Lifetime-Sportart. Ja. Machen wir auch gerne. Wir bilden ja auch Seniorenligen immer mehr und Hobbyligen im älteren Bereich. Ja. Aber mein Schwerpunkt ist Jugend, okay. Und da bin ich besser. Jennifer, Frage an dich nochmal. Was stellst du dir mit der SG Marcel jetzt für die Rückrunde jetzt nochmal vor? Wir hatten Clara gerade kurz gehört, sie weiß noch nicht, wo der Zug hingeht. Wo wollt ihr oben nochmal so Platz 3, 4 angreifen? Oder was ist, sagt ihr, okay, hauptsache mit Abstieg nichts zu tun haben? Ja, das Problem ist erstmal, dass wir nicht in Bestbesetzung in die Rückrunde starten können. Und ich meine, Berlin. Aus welchen Gründen? Achso, ja, weil unsere Einspielerin leider noch in Guatemala sitzt, okay, die kein Visum bekommt und leider die russische Feiertage nicht mit unseren so übereinstimmen, dass Irina Skatschkova pünktlich zum Rückrundenstart wieder da sein kann. Deswegen gehen wir halt schon ein bisschen geschwächt in die Rückrunde rein und deswegen hoffen wir erstmal, dass wir aus den Abstiegsplätzen rauskommen, vor allem weil Berlin Eastside eigentlich die stärkste Mannschaft der ganzen Liga hat, aber einfach nicht in der Besetzung auftritt. Und wenn die Liga halten wollen, wird es für uns natürlich auch schwer. Mhm. Und deine speziellen sportlichen Ziele für dich? Möchtest du nochmal irgendwo Nummer 1 eines Vereins werden? Ja, also das wäre schon schön. Also ich habe mir schon überlegt, so in der nächsten Zeit, dass ich die anderen vielleicht ein bisschen ärgern möchte, auch mal so die Mannschaft aus sportlicher Sicht ein bisschen von oben führe oder so. Das wäre schon, da hätte ich Lust zu. Okay. Das möchte ich.
Die Zeit ist schon abgelaufen. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch, dass ihr hier wart. Wünsche der SG Maaßen alles Gute, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Und vielleicht sieht man sich nächste Saison mal wieder. Und wie gesagt, wir machen jedes Mal auch aktiv Werbung für eure Heimspiele. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Okay.